Achtung, Zielfahrzeuge kommen. Ein SUV und ein Lieferwagen. Position 3 verstanden. Position 1 hat verstanden. Position 2 verstanden. Zielfahrzeuge sind jetzt auf Rampe. Position 1 meldet. Fahrzeuge fahren in Halle. Zugriff. Einkaufsgeld auf. Okay, kommen Sie. Ben, welches findest du besser? Ist das die schwarze Nummer? Und das erste, das pinke? Nee, sind beide nichts. Soll ich so gehen? Das wird mir gefallen. Ben Siefert, du bist ein Ferkel. Hallo, das nachher wird ein stinklangweiliges Arbeitsessen. Willst du lieber doch zu Hause bleiben und dir einen schönen Abend machen? Du willst mich nur nicht dabei haben. Ben, du liebst mich nicht mehr. Schönen Feierabend, Nadja. Wird gemacht. Und Grüße ans Töchterchen. Danke. Durch? Oh, Mama, ich hab dich gar nicht gehört. Kein Wunder. Ich wollte eh gerade gehen. Wer bist du denn? Das ist Danny. Daniel. Kommt doch von Daniel, oder? Ja, dann komm mal gut nach Hause, Danny. Na klar. Mama. Was, Mama? Der ist doch mindestens 15. Oder 16? Weiß nicht, kann schon sein. Kannst du ihn aus der Schule? Nee. Woher dann?
Hallo. Ich hab dich was gefragt, Kleine. Bin ich klein? Wir haben doch nur hier Pizza gegessen und ferngesehen. Außerdem kenne ich den eben. Von der Straße. Der wohnt in der Nähe der Schule, glaube ich. Von der Straße? Was soll das denn heißen? Ach, gib zu, Ben, da geht dir doch einer ab. Ja? Wir haben natürlich auch schon in diese Richtung überlegt. Ein exklusiver Club. Die Leute fallen von ihren Kreuzfahrtschiffen direkt in den Laden rein. Und ich will da Spitzen-DJs, ich will da einen Sternekoch drin haben und das volle Programm. Und die Lage, ich meine, ist ein Hammer. Besser geht's gar nicht. Klar, Max, ne? Dorfdisco wird das wohl nicht. Aber Nägel mit Köpfen, ja. Nächstes Frühjahr muss das Projekt stehen. Und dafür brauche ich erfahrene Partner, die ihr gutes Geld auch gut investieren. Leute wie dich, Ben. Vom Senat geschätzte Leute, die was vom Bauen und von Gastronomie verstehen. Die Kultur haben. Die Hamburg lieben. Also. Deal? Die Lage ist gut. Die Idee ist es sowieso. Wer wird noch einsteigen in das Projekt? Penny. Komm ins Geschäft. Oder kommen wir ins Geschäft? Nein, kein Interesse. Ihr seid eingeladen. Ich kläre das, Max. Wir telefonieren. Was soll das, Ben? Du kannst es nicht einfach so wegwischen. Ich habe das Konzept gelesen, ich habe mich damit beschäftigt. Du benimmst dich wie ein Idiot, echt. Warum soll ich mit dem Typen Geschäfte machen, Gary? Warum? Mit Typen wie Kammert bin ich aufgewachsen. Das war der Hofstall von meinem Vater. Solchen Arschlöchern ist alles egal. Die interessiert nur das schnelle Geld. Da können wir gleich einen Puff kaufen. Ich kenne deine Geschichte, Ben. Wenn sie einer kennt, dann ich. Meinst du nicht, dass es langsam Zeit wäre, die Vergangenheit hinter sich zu lassen und für die Zukunft zu leben? Max Kammert ist unsere Zukunft? Was redest du eigentlich für einen Schwachsinn? Jetzt einen neuen Partner. Du steigst jetzt am besten aus. Was hast du eigentlich gemacht, als sie dich angespuckt hat? Was sollte ich machen? Nichts. Weitergemacht. Ich hätte mich voll geekelt. Hab ich auch. Und ich hätte die total zusammengeschlagen. Hab ich auch. Was? Echt? Natürlich nicht, Kleiner. Bin ich klein. Da kann man über die Attentatwaffe denn schon irgendwelche Rückschüsse machen? Nee, noch nicht. Von der Tür gestanden. Gary Weihrauch, Bauunternehmer. Wir suchen noch nach Angehörigen. Ben Sievert wurde da vorne niedergeschlagen. Das ist der Sohn von dem alten. Ja, ich weiß. Haben Sie ihn schon befragt? Steht unter Schock. Kommt aber durch. Die kommen immer durch. Reker, Kripo Hamburg. Wann kann ich mit Ihnen reden? Nadja, Sie kommen bitte mit. Guten Morgen. Ja, morgen. Ich brauch Sie dabei. Was heißt dabei? Papas Liebling braucht man immer dabei. Mit welchem Gegenstand der Mörder zugeschlagen hat, ist nicht eindeutig. Es wurde keine Tatwaffe gefunden. Wir vermuten mit einer wie hier abgebildeten Teleskopstahlrute.
Der Mörder hat mit ungeheurer Wucht zugeschlagen, mehrfach. Auch noch, als das Opfer, Gary Weihrauch, wehrlos auf dem Boden lag. Näheres ist dem medizinischen Bericht zu entnehmen, der hier gerade verteilt wird. Entscheidend ist, dass das zweite Opfer überlebt hat. Ben Sievert, von dem der eine oder andere vielleicht schon gehört hat. Seinen Vater sollte allerdings jeder hier im Raum kennen. Der Kiezkaiser, Rotlichtbahn. Alter, wo war der ist? Ben Sievert ist ein Freund und Firmenpartner des Ermordeten. Die beiden kamen von einem Arbeitsessen mit Max Kament, auch kein ganz Unbekannter. Diverse wirtschaftskriminelle Delikte. Ben Sievert war schon auf dem Weg nach Hause, ist aber noch mal zu Weihrauch zurückgefahren. Er hat die Leiche gefunden, wurde selbst angegriffen und niedergeschlagen. Woher wissen wir, dass Ben Sievert nicht seinen Partner umgebracht hat? Ich meine, warum ist er denn noch mal zurückgefahren? Er kann sich ja schlecht selbst niedergeschlagen haben, Frau Mohn. Hier. Außerdem hat er ja bei uns angerufen, als er aus seiner Ohnmacht wieder zu sich kam. Und die Tatwaffe, wie gesagt, fehlt auch. Natürlich können wir noch nichts ausschließen. Allerdings muss der Mörder davon ausgehen, dass Ben Sievert ihn gesehen hat. Deswegen wird er bis auf Weiteres als gefährdete Person eingestuft und von uns beschützt. Nadja, das machen Sie mit Per Gamata. Heute Abend übernehmen Horst Klein und Mario Bolz. Noch Fragen? Hat Sievert denn den Täter erkannt? Der Angriff kam von hinten und es war so dunkel, sagt er. Vielleicht erinnert er sich ja noch. Der Presse gegenüber bleiben wir aber dabei, dass Sievert niemanden gesehen hat. Wir wollen ihn nicht unnötig gefährden. Danke. Nadja, Babysitten ist auch mal wieder was. Jetzt, wo die eigenen Kinder aus dem Gröbsten raus sind, hm? 13 ist trotzdem ein scheiß Alter. Meinst du? Larissa ist für ihr Alter schon ziemlich reif. Ja, die Frühreifen haben es am schwersten. Danke, Peer, du machst mir echt Mut. Da fehlt der Mann im Haus. Ach was. Komm, heirate mich. Vor der Mittagspause oder danach. Weißt du, was dein Problem ist? Dein Problem ist, dass du mich nicht ernst nimmst. Nadja, kommen Sie bitte nochmal. Ich warte unten. Ich warte auch unten. Was halten Sie von der Sache? Das stinkt doch, finden Sie nicht? Inwiefern? Ausgerechnet Ben Sievert als armes Opfer. Sie denken wirklich, er hat etwas mit dem Mord zu tun? Die Spuren sprechen dagegen. Sie haben ja die Kollegin Fenske gehört. Aber wenn man diese Sippschaft kennt... Wieso? Er scheint doch ein unbescholtener Bürger zu sein. Der ist genauso ein Dreckskerl wie sein Vater. Das ganze ehrliche Getue dient doch nur dazu, das Familiengeld sauber zu kriegen. Nadja, wenn Sie bei ihm im Haus sind, dann halten Sie Augen und Ohren offen. Mit Sicherheit wird sein alter Herr bei ihm auftauchen. Ich will, dass die nächste Runde an uns geht. Den Staatsanwalt halten wir aus dieser kleinen Sondermission noch ein bisschen raus, okay? Sag mal, was wollte Breke eigentlich von dir? Gut aufpassen und so. Das Übliche, du kennst ihn ja. Komm, ist gut. Schlecht, das Häuschen. Herr Sievert, dies sind die Kollegen Mohn und Gamata, die ich zu Ihrem Schutz abgestellt habe. Wir denken nicht, dass diese Maßnahme lange nötig sein wird, aber... Ich habe gesagt, dass Sie keinen Schutz brauchen. Aber bis wir den Mörder Ihres Partners finden, ist dieses Vorgehen ohne Alternative. Und meine Leute sind absolut zuverlässig. Ja, aber dann sollen Sie wenigstens draußen bleiben. Ich will niemanden im Haus haben. Sie werden Ihre Anwesenheit gar nicht bemerken. Gibt's noch was? Tja, wir hätten da noch ein paar Fragen. Bezüglich der Sicherheitsanlagen in diesem Haus und welche Personen hier ein- und ausgehen. Marilou, übernimmst du das bitte? Wir müssen draußen bleiben. Arroganter Schnösel, echt. Unglaublich. Zumindest gibt's in dieser pikfeinen Gegend einen Imbiss, gleich da hinten bei der S-Bahn. Habe ich bei der Herfahrt schon observiert. Wenn die anderen weg sind, hole ich uns was. Oh ja. Ach so, apropos Schnösel. Der Schnösel macht 5 bis 10 Millionen im Jahr, baut überall in Hamburg. Dick drin in der Hafencity.
Angeblich alles saubere Geschäfte. Aber hast du seine süße Schnecke gesehen? Jo, von der würde sich Papi aber auch mal gern trösten lassen. Jo. Dann halt dich mal ran, ne? Ja, dazu müsste ich erst mal rein, ne? Schau mal da. Da rauscht er an, der alte Kiezgauner, um den Sodomann zu trösten. Ach, und seinen treuen Begleiter hat er auch gleich mitgebracht. Der Mann fürs Grobe, Willi Murdi Müllabfuhr. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Meine Meinung. Ach, der Herr Hauptkommissar. Lange nicht gesehen. Oder sind Sie mittlerweile Kriminalrat? Ich möchte, dass mein Sohn in den besten Händen ist. Wir sehen uns später, Herr Sievert. Bettet. Darfst du nicht wundern, wenn er mit Flöhen aufwacht. Was soll das denn heißen? Lass dich nicht verrückt machen, Ben. Du kommst aus der Scheiße wieder raus. Dein Freund Gary hätte sich niemals mit einem Kerl wie Carmen einlassen dürfen. Genau, der ist am Ende. Das weiß ich aus sicherer Quelle. Carmen greift nach jedem Strohhalm. Es war bescheuert von Gary, das... Hör auf, über ihn zu reden. Wieso? Du hast ihn dir zur Brust genommen. Ist völlig okay. Jetzt ist es halt gekommen, wie es kommen musste. Ich hör mich mal um wegen Carmen. Vielleicht kriegen wir da was schneller gedreht als die Bullen. Nein, das wirst du nicht. Ben, wir sind eine Familie. Nadja? Und außerdem... Nadja, wo bist du? Bitte melden. Was machen Sie hier? Mein Job. Hab ich mich nicht klar genug ausgedrückt? Ich möchte hier nicht gestört werden. Er hat sich ziemlich lange mit seinem Vater unterhalten und das ein Willi Moore, genau. Also ich habe jetzt nicht alles mitbekommen, aber es fiel sehr häufig der Name Carmen. Aha. Und ich bin nicht schlau draus geworden. Und als sie mich bemerkt haben, war eh sofort Ruhe. Und Sievert Junior hat mich ziemlich angepumpt. Ja. Mhm. Okay, mach ich. Ja, wieder. Auf geht's, Kinder. Macht Feierabend. Ja, okay. Jetzt übernehmen die Profis. Und was macht ihr Pfeifen dann hier? Irgendwas, was wir wissen sollten? Ja. Bei der S-Bahn gibt's einen Imbiss. Aber ob der jetzt noch auf hat, keine Ahnung. Hey, komm weg! Hey, lass mich.
Jetzt sag du doch auch mal was dazu, statt Zeitung zu lesen. Mach dich nicht verrückt. Clarissa ist schon in Ordnung. Ja, nur weil ihr Freund mit so einer Clique rumhängt. Der ist nicht ihr Freund. Der hat noch keinen. Sie ist 13. Ja, klar, nur Kumpel. Aber wenn der mit seinen Jungen Scheiße baut, dann wird Clarissa das schon kapieren. Du musst deinem Ex mal endlich den Marsch blasen. Der soll sich mal lieber um seine Tochter kümmern, als nur um seine neue Familie hier in Stuttgart oder wo. Ulm. Immerhin überweist er monatlich Kohle. Ja. Ist doch das Mindeste für den Vater. Ja, ich wäre auch froh, wenn er sich mal um Clarissa kümmern würde. Aber sie kann ihn nicht ab, sie findet ihn spießig. Ach, woher sie das aber hat? Ist sie nicht eine Augenweide? Würden Sie mal kurz ins Haus kommen? Meinen Sie mich? Ihre Kollegin. Ja, schade eigentlich. Hier entlang, bitte. Das ist Nadja Mohn, Kriminal... Wie? Kriminalwachtmeister. Genau, Kriminalwachtmeisterin. Das sind René und Claudia, zwei Freundinnen von mir. Wir haben uns gerade über die furchtbare Sache mit Gary unterhalten und dass wir jetzt unter Polizeischutz stehen. Und da dachte ich mir, dass Sie sich vielleicht langweilen würden und dass wir einen Kaffee zusammen trinken könnten und uns ein bisschen unterhalten. Kommen Sie schon, setzen Sie sich zu uns. Nee, danke, ich stehe lieber. Wie ist das eigentlich, wenn Sie jetzt da so Leute bewachen? Also, ist das jetzt ein 8-Stunden-Tag oder werden Sie abgelöst? Ich kann mir das irgendwie nicht so richtig vorstellen. Haben Sie schon mal auf einen Menschen geschossen? Du verlierst ja keine Zeit, was? Na, wieso? Das gehört doch zum Job dazu. Ich hatte mal mit einem Kollegen von Ihnen zu tun. Der war so fett. Ich verstehe gar nicht, wie solche Leute zur Polizei kommen. Ach, die nehmen da doch jeden. Ja, aber der muss ja auch erstmal durch die Prüfung. Und der war wirklich so fett. Den hätte sogar ich flachgelegt und ich trainiere seit Jahren kein Karate mehr. Sind Sie eigentlich verpflichtet, sich in die Schusslinie zu werfen? Also, wenn was passiert, meine ich. War das jetzt dumm? Wollen Sie mich verarschen? Nein, nicht. Nein, 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 das will sie bestimmt nicht. Wenn Sie mich noch einmal nerven, nehme ich Sie Stück für Stück auseinander, schicke die Einzelteile ins Labor und lasse Sie auf Spuren von Drogen und Hirn untersuchen. Ist das klar? Ob das klar ist? Aber ja doch, Frau Hauptwachtmeisterin. Was sollte das? Wir wollten uns nur ein bisschen mit einer Spezialwachtmeisterin unterhalten. Aber sie hat ja keinen Humor. Ja, der kann einem bei euch auch vergehen. Ben, du bist so peinlich. Nur wegen einer kleinen Beamtin? Sag mal, seid ihr bescheuert? Ach. Was ist das denn jetzt für ein Zickenalarm? Vielleicht meinst du ja diesmal dich. Sehr witzig. Ja, da scheint es ja ordentlich Krach gegeben zu haben. Sie sollten nicht hier draußen rumstehen. Haben Sie Angst, dass ich mich erkälte? Sie bieten eine erstklassige Zielscheibe. Ja, was kann mir schon passieren, jetzt wo Sie hier sind? Ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. Wofür? Meine Freundin war nicht gerade nett zu Ihnen. Ich würde sagen, nur ein bisschen kindisch, oder? Wie gesagt, es tut mir leid. Sie war ja ziemlich sauer, als sie ging. Ich hoffe, Sie haben sich nicht meinetwegen gestritten. Wären Sie es denn wert? Ich frage mich, ob Sie es wert sind, dass ich mir ihretwegen hier die Zeit um die Ohren schlage. Zweimal Currywurst zu mitnehmen, bitte. Ja, gerne. Ich bin's. Bist du zu Hause? Wo bist du denn, Clarissa? Okay. Ja, wenn du um 8 zurück bist, ist in Ordnung. Ja, ich hatte gestern länger Dienst, ich weiß. Zwei Curry, fertig! Heute Abend bin ich um 10 zurück, versprochen, ja? Bis dann, Kleiner. Ich weiß. 6,80 bitte. Wenn's geht, klein. Du hältst dich wohl für was Besseres.
Aber ich lass mir nicht von dir sagen, wie ich mich zu benehmen habe. Von dir nicht. Und rausschmeißen. Rausschmeißen kannst du mich auch nicht. Ich gehe nämlich von alleine. Gut, dass ich meine eigene Wohnung habe. Die Kellertür ist aufgebrochen worden. Wo steckst du? Mist, bin am Eingangstor. Okay, ich gehe jetzt rein, komm nach und dann vorstelle, ja? Alles klar. Alles in Ordnung? Kennen Sie den? Das noch sagen. Lassen Sie mich in Ruhe. Ich bleibe keine Sekunde länger hier. Hören Sie auf. Augenblick noch. Haben Sie den Mann wiedererkannt? Kann es sein, dass das der Mann war, der Ihren Partner erschlagen hat? Ich habe den Kerl noch nie mal gesehen. Und ich habe ihn auch schon gesagt, dass ich Garys Mörder nicht erkannt habe. Ja, ja. Das sagten Sie bereits. Vielen Dank. Krieg, Dürre und Tod. Schon damals, vor mehr als 5000 Jahren, ging es um den Stoff, um den sich heute die Türkei und der Irak streiten. Sorry, Mama. Oh Gott. Eingeschlafen. Geh wieder ins Bett, hm? Ich mach das schon. Ach, ist doch okay. Ich konnte wieder nicht früher weg. Schwerer Tag, hm? Wie lange musst du diesen reichen alten Sack noch bewachen? Wie kommst du denn drauf, dass er alt ist? Es sind reiche Säcke doch immer. Ich muss wahrscheinlich gar nicht mehr hin. Wir haben heute einen geschnappt. Ehrlich? Einen, der den killen wollte? Ab morgen bin ich wieder pünktlich zu Hause. Und war das gefährlich mit dem Killer? Nein. Gefährlich sind die, von denen man nicht weiß, dass sie die Killer sind. Ich würde echt gern mal dabei sein, wenn du einen festnimmst. Vergiss es. Ist total langweilig. Komm, Kleine. Bin ich klein.
Wer zuerst im Bett ist. Wer hat dich geschickt? Wieso geschickt? Mich schickt keiner. Ach, du arbeitest auf eigene Rechnung. Klar, ich bin selbstständig. Du hast also Gary Weihrauch erschlagen und... Hey, was reden Sie da? Und heute hast du versucht, den Zeugen des Mordes zu eliminieren. Sehr gut. Und wir dachten schon, wir hätten einen Haufen Arbeit. Ich bin in die Villa eingebrochen, um sie auszuräumen. Wie oft soll ich denn das nur sagen? Bisher hast du überhaupt noch nichts gesagt. Ich hab niemanden erschlagen. Sie wollen mir das doch nur anhängen. Und ich bin nur in diese scheiß Villa eingebrochen und mehr nicht. Antonius, du hast gesessen. Einbruch. Unerlaubter Waffenbesitz. Du hast als Türsteher in der Brauchsbar gearbeitet. Ja, und ist das verboten? Dein Name gehört Max Kandel. Ja, na und? Hast du noch Kontakt zu deinem Reiter? Also Carmen. Nein, ich habe keinen Kontakt zu dem. Er bestreitet es. Nein, wieso? Ich verstehe auch überhaupt nicht, was sie von mir wollen. Das mit dem Einbruch ist natürlich Schwachsinn. Natürlich. Aber schauen Sie ihn an. Die haben keinen Profi engagiert, sondern eine Null. Warum? Sie meinen, er sollte den Auftrag gar nicht erfolgreich erledigen. Er sollte erwischt werden? Ich habe viel mit Werner Sievert und Willi Moore und der ganzen Bagage zu tun gehabt. In meinen Augen waren und sind sie eine Seuche für die Stadt. Und der Sohn ist nicht anders als der Alte. Ich weiß nicht. Ach, bloß weil er sich bei Ihnen bedankt hat. Dann sagen Sie mir doch mal, warum der überhaupt mit so einem wie Carmen Geschäfte macht. Hat er doch gar nicht. Naja. Jedenfalls wissen wir, dass Ben Sievert und Gary Weihrauch in Streit geraten sind. Wegen eines Deals mit Carmen, okay? Ja. Ja. Jetzt mal angenommen, er erschlägt seinen Partner im Zorn. Dann kriegt er Panik. Und was macht so jemand, wenn er Panik kriegt? Er ruft seinen alten Herrn an. Genau. Und der sorgt dafür, dass der Junior niedergeschlagen wird, aber nicht allzu heftig. Als nächstes schickt er ihm einen angeblichen Killer an den Hals. Und zwar einen aus Carmens Stall. Und baut damit einen Sündenbock auf. Max Carmen. Wir verstärken unsere Sicherheitsmaßnahmen. Sie müssen noch näher an Ben Sievert dran. Wir haben allen Grund, dass Sie jetzt in der Villa Posten beziehen, rund um die Uhr. Schaffen Sie das, Nadja? Ja, klar. Gut. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Fahren wir auch weiter nach Max Carmen? Mädchen, willst du mir sagen, wie ich meine Arbeit machen soll? Nee. Tag, Frau Mohn. Wir haben 4 Kameras auf dem Grundstück verteilt. Die Empfangstechnik ist im 1. Stock. Sollte alles funktionieren. Okay, danke. Das ist aber schön, dass du deinen alten Freund nicht vergisst. Jetzt, wo du in die Residenz einziehst. Sag mal, darfst du dem feinen Schnösel auch das Frühstück machen? Meinst du, er mag sein Ei roh? Ja, bestimmt. Soll ja gut für die Potenz sein. Bist du dafür eigentlich auch zuständig? Für den Einlauf. Viel Spaß. Sind Sie also drin? Ja. Wir sind eine Familie, Ben. Mein Angebot steht. Denk noch mal drüber nach. Ich bin froh, dass Sie hier sind. Ich fühle mich schon unglaublich viel sicherer. Herr Sievert, Sie können sich Ihre Sprüche sparen. Ich mache hier nur meinen Job. Ich reiß mich wirklich nicht darum, hier zu sein. Ich kenne eine Menge Frauen, die gern mit Ihnen tauschen würden. Mit den Frauen, die Sie kennen, möchte ich nicht tauschen. Zeigen Sie mir jetzt bitte die Alarmanlage. Unten, neben der Treppe.
Suchen Sie etwas, Frau Mohn? Nein. Doch, haben Sie vielleicht sowas wie ein Besucherklo? Auf jeder Etage zwei. Ja. Nehmen Sie doch dies. Nur mal kleine Tets auch. Das tut mir leid. Na dann, muss ich wohl. Wenn Sie wieder aus dem Badezimmer rausgefunden haben, würde ich gerne mit Ihnen reden. Habe ich irgendwo Schmutz auf dem Perser gemacht? Wenn ich Gäste habe, biete ich Ihnen für gewöhnlich etwas zu trinken an. Machen Sie sich keine Umstände, ich bin nicht Ihr Gast. Hören Sie, ich weiß, Sie sind nicht zu Ihrem Vergnügen hier, Sie machen nur Ihren Job. Aber wenn wir beide schon hier eingeschlossen sind, dann können wir wenigstens freundlich zueinander sein. Mhm. Ja, er wird sehr vermisst werden. Nein, ich werde erstmal nicht ins Büro kommen können. Der Termin morgen? Nein, das mache ich selber. Schicken Sie mir die E-Mail. Ja, gut, danke. Bis dann. Möchten Sie sich nicht setzen? Ihre Mutter? Ist vor 5 Jahren gestorben. Oh, tut mir leid. Sie trinken den Kaffee bestimmt schwarz. Wie kommen Sie darauf? Naja, Milch und Zucker macht den Kaffee doch irgendwie angenehmer. Süßer. Weicher. Und? Ja, Polizisten, dachte ich, trinken ihren Kaffee immer schwarz. Ist es das, worüber Sie jetzt mit mir reden wollten? Dieser Typ gestern, hat der Gary umgebracht? Ich bin nicht direkt in die Ermittlungen mit einbezogen. Warum machen Sie das? Sowas wie gestern? Sie hätten dabei draufgehen können. Wofür? Für 5.000 Euro im Monat? Wie kommen Sie denn auf die utopische Summe? Also? Warum? Warum machen Sie Ihren Job? Was ist nicht zu vergleichen? Ich baue Häuser, verdiene gutes Geld damit, riskiere nicht mein Leben. Meistens jedenfalls nicht. Sie hätten es sich auch einfacher machen können, als Sohn eines reichen Kiezkönigs. Warum sind Sie nicht in seine Fußstapfen getreten? Ich will morgens in den Spiegel schauen können. Ich auch. Milch und Zucker. Schönen Feierabend. Grüß deine Frau und meine Kinder. Beutz. Nadja, ich bin weg. Gute Nacht. Kollege Witzbold übernimmt jetzt. Hast du's gut. Schönen Abend. Dito. Guten Abend, Nadja. Kollege Bolt meldet sich zur Nachtschicht. Verstanden. Ja? Guten Abend, Herr Breker. Ich wollte Sie gar nicht lange stören. Ich wollte Ihnen nur... Ja, hast du mit? Gibt es irgendwelche Neuigkeiten? Nicht wirklich. Sein Vater ist gerade gegangen, als ich meinen Posten bezogen habe und... Ja, das kann ich mir denken. Irgendetwas Auffälliges? Ja, er hat seinem Sohn ein Angebot gemacht, über das er nachdenken soll. Was denn für ein Angebot? Das weiß ich nicht. Ich dachte nur, es könnte vielleicht trotzdem interessant sein. Sie haben ja gesagt, ich soll Sie auf dem Laufenden halten. Ja, ja, das ist richtig. Sind Sie denn weitergekommen mit Max Kahmt? Nein, er ist irgendwie abgetaucht. Wir reden morgen ausführlicher. Ja. Ich bin gerade in einer Besprechung mit unseren leitenden Herren. Tschüss, Nadja. Okay, das ging ja mal schnell. Guten Abend, Herr Kahn. Entschuldigung, was war das denn? Hey, bleib stehen, du Spacken! Lass ihn, Danny! Hey! Willst du auf die Fresse oder was?
Wieso denn? Ich hab mich doch entschuldigt. Davon habe ich aber nichts gehört. Habt ihr was gehört? Nein. Nimm die Hand weg, sonst... Sonst was? Mann, lass ihn gehen. Denkst du, ich stehe auf sowas? Mann. Komm mir bloß nicht mehr lang, du Penner. Ey, was denn? Ich hätte doch nichts gemacht. Hast du aber. Clarissa, es war ein Spaß. Blöde Neandertaler-Show, ich gehe nach Hause. Okay, dann komm ich mit. Ich meine, deine Alte ist doch eh nicht da. Nenn meine Mutter. Nie mehr. Alte. Okay, sorry, ich schwör's. Gehen wir halt in meine Datsche. In mein Traumschloss, hm? Oh, Kacke. Der darf mich hier nicht sehen. Wer denn? Der Rechte ist der Chef meiner Mutter. Wer spießt das, ein Bulle? Ach, komm schon. Wieso sollen Sieverts Leute hinter mir her sein? Meine Güte, was ist denn so nervös, Kabel? Stell doch nur ein paar Fragen. Nee, sie drohen mir. Haben Sie was gegen mich in der Hand? Dann buchten Sie mich doch ein. Vielleicht nutzen Sie mir draußen mehr. Was ist denn das für ein Scheißspiel, Breker? Das ist kein Scheißspiel, Carvent. Ich wusste nicht, ob Ihnen vielleicht kalt ist. Nee, alles in Ordnung. Aber trotzdem danke. Gute Nacht. Schinken, Käse oder Käseschinken? Egal. Danke. Wo soll es hingehen, Herr Sievert? Ohne Ihre Begleitung gehe ich natürlich nirgends hin. Brav. Ich habe einen wichtigen Termin und kann nicht immer meine Assistenten schicken. Das ist so riskant. Ich habe doch einen Schutzengel, oder nicht? Wo geht's denn hin? Keine Ahnung. Bleib dran, ja? Ach nee, wäre ich jetzt von alleine schon gekommen. Was Dienstliches? Ja. Ich soll sie erschießen und den restlichen Tag freinehmen. Ihr Mann oder Ihr Freund? Herr Sievert, nur weil wir gestern zusammen Kaffee getrunken haben, heißt das... Ja, aber das ist doch unfair. Sie können mich 24 Stunden beobachten. Ja, ich meine, Sie wissen jetzt schon mehr als manche Leute, die mich seit Jahren kennen. Also, weder Mann noch Freund. Wie alt ist sie denn? Bitte? Oder ist es doch ein Sohn? Alte, kranke Mutter? Afrikanisches Patenkind? Tierarzt? Schwimmlehrer? Sie ist 13. Sievert, halt deine Leute zurück. Halt deine verdammten Polizei, Leute zurück. Bleiben Sie stehen. Bleiben Sie stehen. Aber ich werde nicht die Zeche für andere bezahlen, hörst du? Ich werde nicht für andere bezahlen. Lass mich in Ruhe. Ich dachte, ihr wolltet auf den Sievert aufpassen. Halt die Klappe, Bolz. Breker, Sie wissen genau, dass ich nichts getan habe. Lauf den Scheißkerl endlich weg. Sievert,
Sie sollten Ihre Geschäfte besser von zu Hause aus führen. Sie sehen doch, wie schwer es ist, hier draußen zu kontrollieren. Sie haben sich nichts vorzuwerfen. Ich werfe mir nichts vor. Wir drehen Carmen jetzt in aller Ruhe durch die Mangel. Mal sehen, wohin uns das bringt. Ja, wahrscheinlich nicht weit. Er hatte nicht meine Waffe dabei. Was ist mit Siebert? Ja. Ja, hat er von der Mordnacht gesprochen? Ach so, nee. Hat er noch mal mit seinem Vater geredet? Nein. Ja, jedenfalls war ich da nicht dabei. Ja, dann versuchen Sie das nächste Mal dabei zu sein. Im Ernst, ich habe nicht das Gefühl, dass er versucht, den Mord zu verschleiern. Kann ich noch auf Sie zählen oder nicht? Ja, natürlich. Gut. Melde mich. Haben Sie das gehört? Was meinen Sie? Was Carmen gesagt hat. Dass ich meine Leute zurückpfeifen soll. Welche Leute? Wovor hat er solche Angst? Naja, wenn er ihren Partner getötet hat, sollte er von uns Angst haben. Ja, das hat er aber nicht. Er hat von mir Angst. Ein Mensch hat vor mir Angst. Es sei denn, er denkt, ich stecke mit meinem Vater unter einer Decke. Herr Siebert? Ich fahre nach Hause. Ja, aber, Nadja, können wir nicht erst eine Zentrale anrufen? Moment mal! Verpiss dich. Ach, Sie sind es, Siebert. Alles klar. Geiles Bild, was? Habe ich 800 Stück von klar gemacht. Mit Markennamen. Ben, was ist los? Ich will das jetzt einfach einmal klären. Ich dachte, du müsstest in Feierlaune sein. Ich höre, Max Carmen ist festgenommen worden. Glückwunsch. Hör auf mit Carmen. Ich habe dir gesagt, ich will nichts mit deinen Geschäften zu tun haben. Was ist denn los? Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich rede von Will Static. Und davon, dass du deinen eigenen Sohn betrügst. Was ist mit den Riesenbeträgen, die aus eurem Firmensumpf in meine Firma geflossen sind und dann über Bill Statik, dann werben wir an euch zurück? Du hast meinen Partner und meine Firma dazu benutzt, deine Scheißkohle zu waschen! Hast du Gary umbringen lassen? Ben! Ich will es gar nicht wissen. Ich will nur, dass du in Zukunft Abstand zu mir hältst. Ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Nichts mehr.
Wir haben Besuch. Guten Tag. Ich verstehe. Ich glaube, du hast ein bisschen die Orientierung verloren. Das hat doch nichts mit der Polizei zu tun. Nichts? Merkst du nicht, dass der gute alte Kommissar Breker ein Spiel mit dir treibt? Sag doch deine Freundin mal, warum es so lange gedauert hat, bis sie Kamen erwischt haben. Und frag sie auch, warum sie dich immer noch beschützen muss, obwohl Kamen einsetzt. Breker meldet sich seit 20 Jahren ab, mich dran zu kriegen. Jetzt hat er einen Fuß in der Tür. Ist nur für dich da. Mir herumzuschwefeln. Das ist doch absurd. Wahrscheinlich hat die Polizei auch noch Carrie umgebracht, ja? Glaubst mir nicht? Frag sie doch mal, warum sie jetzt hier ist. Vor wem beschützt du dich gerade? Vor mir? Tun Sie das nie wieder. Laufen Sie mir nie wieder davon. Das war ein privates Gespräch, das geht Sie nicht an. Ich bin zufälligerweise dafür verantwortlich, Ihr Leben zu schützen. Mein und solange Leben das zu so schützen ist. Oder mein Leben auszuspionieren? Beantworten Sie mir die Frage. Spionieren Sie mich aus oder nicht? Wenn Sie meinen Vater drankriegen wollen, dann schnüffeln Sie doch darum. Aber darum geht's doch gar nicht, oder? Sie glauben, ich habe Gary umgebracht. Bin ich ein Mörder? Wir müssen in alle Richtungen denken. Würden Sie das auch denken, wenn ich nicht der Sohn von Werner Siebert wäre? Glauben Sie mir, ich... Denkt Ihr Vorgesetzter das oder denken Sie das? Das spielt doch überhaupt keine Rolle. Ja, haben Sie recht. Ihr Vater hat recht, mein Vorgesetzter glaubt wirklich, dass Sie in das mit drinstecken. Und Sie? Ist doch uninteressant, was ich denke. Mich interessiert's. Ich glaub's nicht. Ich will Ihnen was zeigen. Zwei Quartiere da unten sind von uns. Welche? Bei den Blocks da hinten. Kommt ein Hotel hin und Gastronomie. Der Rest sind Wohnungen. Gary hat das Projekt geliebt. Hat sich um jede Kleinigkeit gekümmert. Wollte er sogar einziehen, wenn es fertig ist. Das war unser Baby. Was wollten Sie bei Ihrem Vater? Ich habe herausgefunden, dass große Summen zwischen meiner Firma und der meines Vaters geflossen sind. Ich habe die ganzen Unterlagen. Wenn Sie die Ihrem Chef zeigen, dann hat er, was er braucht. Hatte Gary Weihrauch was mit den Transaktionen zu tun? Ich weiß es nicht genau, was da gelaufen ist. Aber wenn er da mitgemacht hat, dann nur, weil er irgendwie in der Klemme war. Vielleicht hat mein Vater ihn ja unter Druck gesetzt. Gary und ich hatten Streit in der Nacht von seinem Tod. Bin nochmal zu ihm zurückgefahren. Wollte mich bei ihm entschuldigen, hatte mich wie ein Arsch verhalten. Die Haustür war nur angelehnt. Das fand ich irgendwie komisch. Ich bin reingegangen. Und dann habe ich ihn gesehen. Er lag auf dem Boden. Und in dem Moment habe ich auch gemerkt, dass ich nicht allein im Raum war. Und danach weiß ich nichts mehr. Warum erzähle ich das eigentlich?
Für sie bin ich doch auch nur das reiche, arrogante Arschloch, das mit einem Silberlöffel im Mund geboren ist. Ehrlich? Gibt Silberlöffel im Puff? Ja. Da bin ich aufgewachsen. Als ich klein war, war alles zwischen Millerntor und Fischmarkt. Mein Spielplatz. Alle kannten mich. Das war schön. Mit 14 hatte ich dann mal Streit mit einem Typ vom Kiez. Und am nächsten Tag ist er krankenhausreif geschlagen worden. Das Ganze hatte überhaupt nichts mit mir zu tun. Die hatten alle nur Schiss vor meinem Alten. Alle. Und danach wollte ich nur noch weg. Naja, weit sind Sie ja nicht gekommen. Ich habe nie was von meinem Vater angenommen. Nie. Und Sie? Wie weit sind Sie gekommen? Oder wollten Sie immer schon Polizistin werden? Mit 16 habe ich mit Zwillen auf die Bullen geschossen. Und warum haben Sie denn die Seiten gewechselt? Weil ich es besser machen wollte. Denn so lange? Was ist? Wie, was ist? Dicke Luft. Jetzt schau mich nicht so an, Nadja. Brigger hat bei mir angerufen. Sorry, Nadja. Ich habe mich nicht gerade rumgerissen. Ja. Diesmal ist Papa Brigger wohl ziemlich sauer auf seinen Liebling. Und mit Recht. Das war echt unprofessionell, Frau Mohn. Was soll denn der Blödsinn? Sie können mir doch nicht ständig neue Leute ins Haus schicken. Tut mir leid, aber Frau Mohn ist seit über 36 Stunden im Einsatz. Ja, das mag ja sein, aber ich würde mir wünschen, dass man solche Maßnahmen auch mit mir bespricht. Das ist schließlich mein Haus hier. Das soll sie auch bleiben, Herr Sievert. Ihr Haus bleibt Ihr Haus und die Dienstpläne der Polizei bleiben die Dienstpläne der Polizei. Und der neue Kollege, haben Sie dem auch irgendwelche Sondervollmachten gegeben? Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Hören Sie. Das ist eine Ablösung. Nichts weiter. Und Max Kamend? Hat er ausgesagt? Darüber kann und darf ich Ihnen keine Auskünfte erteilen. Oder haben Sie ihn laufen lassen, weil Sie mich für den Mörder halten? Wie schon gesagt, ich weiß nicht, wovon Sie reden. Warum sagen Sie mir nicht vorher Bescheid, dass ich abgelöst werde? Warum geben Sie mir nicht Bescheid, wo Sie sich mit Sievert rumtreiben? Hat die Spritze wenigstens was gebracht? Ich glaube nicht, dass er uns was vormacht. So, glauben Sie. Dieser Einsatz liegt Ihnen nicht, Nadja. Hat mich verschätzt. Und deswegen übernimmt jetzt der Kollege Bolz. Punkt. Sie vertrauen mir nicht? Dieser Sumpf ist nicht Ihre Welt, Nadja. Das ehrt Sie ja auch. Aber jetzt gehen Sie nach Hause. Zu Ihrer Tochter. Die braucht sie mehr als ich. Mutti, soll ich mir auch nicht Clarissa? Clarissa? Sag mal, spinnst du? Wir waren im Kino und dann... Ja, komm, komm, komm rein. Bis morgen, Clary. Hey, so cool geht das bei uns nicht. Nein, lass ihn doch. Komm, du gehst jetzt rein, wir reden später. So ein
nicht, Freundchen. Bleib mal schön stehen. Was denn? Komm ich jetzt in den Knast oder was? Red kein Schwachsinn. Was willst du von Clarissa? Was ist denn das für eine Frage? Was du mit ihr machst, will ich wissen. Was soll ich denn schon machen? Verdammt, Mann, sie ist 13. Scheiße, was soll das? Ich hab dich gesehen, dich und deine Freunde. Und du kannst mir glauben, ich bin lang genug in meinem Job, um zu wissen, wer vor mir steht. Ja? Kann ich jetzt gehen? Lass sie in Ruhe! Hallo, das ist aber nicht die Weile. Danke, dass du nicht gleich in dein Zimmer gegangen bist. Du weißt selbst, dass es zu spät war. Oh, wir waren im Kino. Der Film hatte Überlänge. Ich habe kein Alkohol getrunken, ich habe nichts gemacht. Es war nur ein langer, blöder Film. Warst du heute in der Schule? Und gestern? Clarissa? Ich wollte mal am Tag was mit dem machen. Geht er denn nicht mehr zur Schule? Er will eine Lehre machen. Das ist doch gut. Echt, du bist manchmal richtig spießig. Naja, ich gebe mir Mühe. Und der Millionär, ist er dich jetzt los? Ja. Der ist mich jetzt los. Dafür hast du mich wieder an der Backe. Und ich werde mal ein bisschen Erziehung nachholen. Hm? Wird er denn nicht mehr bedroht? Dienstgeheimnis. Da ist noch was. Was denn? Dass ich gestern mit Danny auch ziemlich lange noch unterwegs war. Verstehe. Danke, dass du es mir sagst. Du hättest es ja sowieso von deinem Boss erfahren. Beim Breker, wieso das denn? Der hat mich da gesehen, auf dem Kiez. Gestern Abend? Wann war das? So um 8:30. Was hat denn der da gemacht? Ach, der saß in der Kneipe und hat sich mit einem Typen unterhalten. Kannst du den Typ beschreiben? Mit dem getroffen? Ja, ist der irgendwie besonders? Los? Wir müssen weg. Was? Fuck. Schiefgegangen. Okay. Ja. Es war ein Bulle, der mich umbringen wollte. Einer von ihren Leuten. Das kann doch nicht sein. Wo war denn der zweite Mann? Da war keiner! Sag mal, habt ihr mich zum Abschuss freigegeben?
Ich weiß auch nicht. Was? Sie müssen irgendwo untertauchen. Haben Sie eine zweite Wohnung, die keiner kennt? Ja. Okay, dann fahren wir dahin. Ist in New York. Verdammt, denken Sie nach. Wem können Sie trauen? Sie kennen noch 1000 Leute. Ein Freund, einer Freundin. Scheiße. Hinten links, Schatz, meine Tochter. Hier ist das Klo. Die anderen 4 Badezimmer sind auf den Etagen verteilt. Dankeschön. Ja. Okay, dann hole ich mal mein Bettzeug und leg mich aufs Sofa. Sie können dann in meinem Zimmer schlafen. Nee, ist schon okay. Ich schlafe gerne auf dem Sofa, wenn ich schlafen kann. Okay, wenn Sie unbedingt wollen. Ja, es ist ein bisschen klein. Ist doch okay. Okay, dann hole ich Ihnen jetzt meine Decke. Wollen Sie einen Tee oder ein Bier? Ah, ein Bier wäre super. Ja? Ja. Gut. Brauchen Sie ein Glas? Nee, das geht so. Öffner wäre ganz gut. Ach so. Er ist abgehauen. Meine Kollegin war dabei. Die hat ihm geholfen. Hat er gesagt, wie es jetzt weitergeht? Wieder aus, Idiot! Alles erledigt. Und Ben? Abgehauen? Dann ist er bei Werner untergetaucht und der Alte weiß jetzt endgültig Bescheid. Das war's für mich hier. Glaube ich nicht. Bolz hat noch mitgekriegt, dass die kleine Polizistin dem Junior geholfen hat. Thank you.
9mm Parabellum. Zwei Schüsse aus kürzester Distanz. Von Ben Sievert weiterhin keine Spur. Möglich, dass der Killer ihn an einen anderen Ort verschleppt hat. Er räumt erst unseren Mann ab und dann schnappt er sich Sievert. Ja, ja, möglich. Machen Sie hier weiter, ich fahre ins Büro. Ja, schönen Dank für Ihre Unterstützung. Diesmal werden Sie bezahlen, Sievert. Bitte treten Sie zurück. Sie sind festgenommen. Was ist mein Sohn? Aber hier gibt es nichts mehr zu reden. Ja, zur Not haben wir hier. Wir müssen reden. Ich wüsste nicht, was ich mit Ihnen zu reden hätte. Ich weiß, wer für alles verantwortlich ist. Sievert, wenn ich Sie so höre, kommen mir gleich die Tränen. Alles Mist. Kaltes elektrisches Geflacker. Ne? Das Licht hat sich auch verändert. Alles kalt. Ich meine, früher, wenn ich morgens um 7 hier durchgefahren bin, dann sahen die Straßen aus wie flickige Laken. Damals hat St. Pauli noch gestrahlt. Aber wahrscheinlich genauso eine Scheiße wie heute. Warum sollte ich dir glauben, Sievert? Vielleicht schiebst du deinen alten Freund Murphy, um deine eigene Haut zu retten. Wer sagt mir, dass du nicht deinen Sohn beschissen hast? Larissa und Nadja, wir sind leider nicht da, freuen uns aber über eine Nachricht. Nadja? Hier ist Breaker. Bist du zu Hause? Geh bitte dran. Du musst uns helfen. Wenn du da bist, bleib zu Hause. Ich schick dir einen Wagen. Oh Gott, du musst hier weg. Mama? Mama, was ist denn los? Alles in Ordnung, geh wieder ins Bett, Kleine. Wo soll ich denn hin? Ich weiß es nicht. Jetzt habe ich Clarissa in Gefahr gebracht. Oh, ich baue nur Mist. Oh Gott, ich hätte dich einfach nicht herbringen dürfen. Ich hole jetzt meine Sachen und gehe dann, ja? Ich weiß, wo sie hin können. Danny meint, ich kann da immer hin, wenn ich keinen Bock auf... Naja, auf jeden Fall meinte er, ich kann da immer hin. Ein Schlafraum. Das Bett ist für euch. Ich meine, ich kann ja auch auf der Couch pennen. Und die Laube gehört deinem Freund, ja? Ja, Danny. Es ist ein Bekannter. Der nennt es hier seine Datsche. Gehört eigentlich seinem Opa, aber der ist nur im Sommer hier und seine Eltern sind eh nie da. Von daher pennt er manchmal mit Freunden hier. Wie oft warst du denn schon da? 2-mal. Ach, es ist jetzt so wichtig. Hier bist du erstmal sicher. Ich muss mich jetzt umhören. Immerhin habe ich ja noch Kollegen. Den du vertrauen kannst? Ja, kann ich. Mama, jetzt geh doch. Mach dir keinen Kopf. Wir kommen schon klar.
Wer hat angeordnet, dass Bolz alleine bei Siewert bleibt? Gut, dass du da bist. Verdammt, Peer. Bolz hat versucht, Siewert umzubringen. Ich brauche deine Hilfe. Bolz ist tot, Nadja. Sie haben ihn abgeknallt, einfach so. Was? Nadja. Schön, Sie zu sehen. Und? Sie haben sich getrennt. Die Bullen sind jetzt weggefahren. Warum hast du sie nicht abgefangen? Naja, die können uns doch egal sein. Die können uns egal sein? Seit Bolz Mist gebaut hat, muss sie ihren eigenen Leuten misstrauen. Na, hoffentlich. So, das ist wahrscheinlich nicht so gut gemacht wie dein Freund, aber der Ofen ist wenigstens an. Sag mal, dieser Danny, das ist doch dein Freund, oder? Weiß nicht. Wie, du weißt nicht? Nee, eigentlich nicht. Aber du hängst doch gar mit ihm rum? Ja, am Anfang schon, aber jetzt. Aber jetzt? Jetzt finde ich ihn ehrlich gesagt ziemlich nervig. Der labert so viel rum und benimmt sich wie ein Angeber. Ja. So sind wir halt, wenn wir die Frauen beeindrucken wollen. Du darfst nicht so streng mit ihm sein. Was ist? Da war was. Versteck dich. Hallo, Ben. Hallo, Ben. Tut mir leid, geht nicht anders. Wo ist das Mädchen? Ich bin allein. Wo das Mädchen ist. Niemand da. Scheiß drauf. Hat uns eh nicht gesehen. Kommst du, Ben? Nadja, wir brauchen Sie. Wir wissen nicht, wo Ben Siewert steckt und Sie haben ihn schon einmal gefunden. Also, wenn Sie etwas wissen, dann sagen Sie es mir jetzt. Okay. Ich habe einen Fehler gemacht. Einen schweren Fehler. Wieso war Bolz allein? Warum haben Sie keinen zweiten Mann mit ihm eingetauscht? Ich war mir ganz sicher, dass von außen keine Gefahr droht. Ich habe mich verrannt. Danke fürs Aufpassen. Ja, Ihr Chef und ich, wir rennen uns seit Jahren die Köpfe aneinander an. Und warum? Bei einer Razzia ist sein Partner erschossen worden und irgendein Idiot hat behauptet, ich festgenommen. Alte Geschichten. Und jetzt ist er verarscht worden, von seinem ältesten Mitstreiter. Gewundert habe ich mich erst, als Ben mir den Namen dieser Firma in den Kopf geworfen hat. Bell Statik. Ja, das kannte ich ja. Über diese Firma hat Willi unser Geld wir haben mit denen Geschäfte gemacht. Damit konnte Ben nichts zu tun haben. Also Willi Moore? Irgendwie musste er seine Finger mit im Spiel haben. Das war doch klar, als rauskam, dass einer von Moores Bodyguards diesen sogenannten Killer engagiert hatte. Deswegen habe ich mich umso mehr in meine Theorie verrannt, dass letztendlich er dahinter steckt. Und was mit Mario Bolz? Ach, der feine Kollege war offenbar schon lange von Moore geschmiert. Bitte, sagen Sie mir, dass mein Sohn noch lebt. Okay, verstanden.
Verkehrszentrale meldet, die Kamera am Osthafen hat Moors Wagen aufgefangen. Unterwegs Richtung Achterweide. Also los, ich brauche alle verfügbaren Einheiten in der Gegend. Gamata, Zentrale, komm. Zentrale, tschüss. Los, raus! Endstation. Glaub mir, ich wollte Gary nicht umbringen, aber als er mich anruft und mir von dem geplatzten Deal erzählt, bin ich hin, um Druck zu machen. Anders war der Idiot ja nicht mehr zu kriegen. Bin hier, bin da, bin oben, bin unten. Ich wollte diesen verdammten Deal mit Carmen. Du weißt, was dabei rausgesprungen wäre. Aber du hast ja nicht mehr nötig. Tja. Und dann hat Gary mir gedroht, dir meine Geschäftsbeziehung mit ihm offenzulegen. Dieser Idiot. Mir blieb gar nichts anderes übrig. Sonst hätte ich ja einpacken können. Das wird nicht funktionieren. Warum nicht? Jeder weiß, dass der Killer im Nacken sitzt. Das hat er dich halt erwischt, der böse schwarze Mann. Auf mich kommt da niemand. Ich bin doch Familie. Weiß mein Vater davon? Nein. Mensch, Ben. Ich hätte dich doch gleich bei Gary exen können. Was meinst du, warum ich das nicht gemacht habe? Verdammte Scheiße. Ich habe alles versucht, um Carmen als Killer dastehen zu lassen, damit wir unsere Ruhe haben. Du, ich, guter alter Werner. Aber nein. Der aufrichtige Ben Sievert muss ja weiter rumschnüffeln. Von wegen Belstatik. Du machst einmal was ohne meinen Vater. Und du brauchst nur Scheiße. Ja. Komm, hör zu. Ich kann dir heraushelfen. Ben! Dann lass das Mädchen gehen. Stehen bleiben! Hör auf damit! Meinst du, mir fällt das leicht? Stehen bleiben! Stopp! Mach es weg! Die Waffe runter! Die Waffe runter! Genau sehen. Dann müssen wir wohl näher ran, Kleine. Hm? Bin ich klein, aber näher ran müssen wir trotzdem.